Das Tier einmal anders, eine Aktion des Tierschutzvereins für Gelsenkirchen. Und jetzt geht's los. Und da sind wir auch schon bei das Tier einmal anders, wie gewohnt mittwochs aus der Kleintierabteilung. Falls ihr euch erinnert, wir haben euch in der vergangenen Woche gefragt, wie denn unser weiß-schwarzes Fundkaninchen heißen könnte. Da gab es gefühlt 100 Namensvorschläge und dem Mike und auch mir ist echt nicht leicht gefallen, da den passenden Namen rauszufiltern. Wir haben uns jetzt entschieden für Benjamin Sikic, glaube ich, spricht man es aus. Der hat den Namen Hoppel genommen. Das heißt, unser Kaninchen heißt jetzt Hoppel. Das am Rande auch zu den ganzen Grüßen, die ihr haben wollt. Ich habe mal so ein paar Namen rausgeschrieben, unter anderem Panda Felix 2.0, Lucky Lou, Max Klöckner, Ben Kessler, Daniel Holl, Gamer Seppel, Karl Vollmer haben wir. Wir haben FSQ, Fanggold, wir haben Julian Henke, Game Maus, die ganze Paluten-Community grüßen wir. Natürlich ist es immer schwer für uns, den einen oder anderen rauszufiltern. Die Namen, die wir jetzt genannt haben, haben wir dann mal so eben rausgefiltert. Danke für eure ganzen Grüße und auch die netten und tollen Kommentare, die ihr drunter schreibt. Zum Anfang noch einmal zurück auf Edgar. Den gibt's morgen. Bei Edgar sollte Pediküre stattfinden. Es wurde gefragt, warum steht in dem Video oder in der Premiere das nette kleine Wort Fail. Denn Edgar hat sich gedacht, als wir dann da angekommen sind, auf Pediküre habe ich so gar keine Lust. Und ich möchte nicht zu viel verraten. Schaut euch das Video morgen an. Es ist sehr interessant. Es gibt einiges zu sehen und auch zu hören. Und Edgar wird so ein bisschen bespaßt, bekommt die eine oder andere Kirsche von uns in die Hand gedrückt. Um es umgangssprachlich zu sagen, es ist auf jeden Fall interessant. Schaltet ein, morgen 16 Uhr, Edgar, Tierheim mal anders, wir sind unterwegs. Deswegen auch der Donnerstag, um das Ganze dann auch noch abzuschließen. Wir werden jetzt in Richtung Schildkröten gehen und euch einfach mal zeigen, dass wir natürlich auch Schildkröten haben. So. Wir gehen so ein bisschen und weisen auch darauf hin, die Schildkröte lebt hier bei uns in einem großen Käfig. Durch diesen ganzen netten Wind, den wir heute haben, ist da das ein oder andere Blatt hineingefallen. Wir wollen sie euch dennoch nicht vorenthalten. Ich würde das einmal so ein bisschen aufmachen. Ihr wisst, Kleintiere, der Mike hinter der Kamera spricht dann ganz gerne mal aus dem Hintergrund. Mike, was haben wir hier für eine Kamera? Haha, für eine Schildkröte? Ja, also eine Kamera haben wir, glaube ich, eine Nikon oder so, ich weiß es gar nicht. aber hier haben wir eine Gelbwangen-Schmuckschildkröte. Wie ihr hört, das Telefon klingelt. Wir werden einmal kurz unterbrechen und der Arbeit nachgehen. Genau. Ja, Mike, dann nochmal zurück nach diesem Telefonat. Was haben wir hier für eine Schildkröte? Ja, also das ist eine Gelbwangen-Schmuckschildkröte, die hier als Fundtier reinkam. Zählt zu den Sumpfschildkröten oder auch zu den Wasserschildkröten, was umgangssprachlich eher gesagt wird. Ja, für die haben wir keinen Halter gefunden. Bis jetzt hat sich keiner bei uns gemeldet. Die wird schon jetzt die dritte Woche bei uns sein. Ja. Und wir gucken natürlich auch, dass wir auch für die Schildkröte ein schönes Zuhause finden. Okay. Gerade für Schildkröten, invasive Art, die Gelbwange. Da müssen wir gucken, wenn sich jemand für dieses Tier interessiert, dass es ausbruchsicher gehalten wird. Entweder, dass der Teich separat nochmal abgezäunt ist. Natürlich, sie braucht auch ein Stück Land, wo sie sich dann mal sonnen kann, wo sie aus dem Teich rausklettern kann. Im Idealfall ist der Garten so abgesichert, dass das Tier im ganzen Garten laufen kann, in den Teich kommt, nur nicht aus diesem Garten raus. Ja. Also ich sage immer, es darf nichts rein und nichts raus aus diesem Garten. Alleine, wenn man jetzt, sage ich mal, so Pflanzkübel, wie wir sie hier haben, nehmen. Das reicht eigentlich schon, wenn man das als Abgrenzung hat um seinen Teich herum. Da kommt die Schildkröte nicht drüber. Und damit kann man ja, sage ich mal, die Größe des Geheges auch super so bauen, wie man Platz hat. Ja, na klar. Okay. Wenn ich diese Schildkröte bei dir adoptieren möchte, wie muss ich da vorgehen? Ja, also erstmal hier mit ein paar Bildern von der Teichanlage vorbeikommen.
Manchmal gucken wir uns das dann auch vor Ort nochmal selber an, um uns davon zu überzeugen. Ja, wenn das alles passt, wird geguckt, ob der Teich dann auch wirklich abgesichert ist. Und dann lassen wir uns hier vor Ort nochmal zusätzlich zum Vertrag was unterschreiben, dass mit diesen Tieren nicht gezüchtet wird oder nicht gehandelt wird. Der Verkauf von den Schildkröten oder von den Summschildkröten ist nicht bei jeder Art gestattet. Die dürfen halt nur über einen Tierheim vermittelt werden. Ah ja, okay. Und da gucken wir halt auch, dass das alles nach rechten Dingen abläuft. Okay. Ich würde euch jetzt einmal auf dem Weg zum neuen Aquarium mit Zwischenstopp an die Wildkatzen mitnehmen. Denn es gibt ja auch ganz, ganz viele Katzen, die in der freien Wildbahn leben. Jetzt ist es so, dass in Gelsenkirchen das Kastrationsschutzgesetz gilt. Heißt, dass jede Katze in Gelsenkirchen kastriert sein muss. Warum? Ganz einfach, damit wir vermeiden können, dass ganz, ganz viele Katzen Kitten bekommen und diese dann in der freien Wildbahn aufwachsen müssen bzw. vernachlässigt werden durch die Muttertiere und nicht versorgt werden können. Ich zeige euch mal so eine Wildkatzenstation, damit ihr mal seht, was das ist. Das gehört natürlich auch zu einem Tierheim, dass wir Katzen haben, die hier leben. Ihr seht hier so ein bisschen, das ist ein Käfig mit einer Mutter und Kitten. Man sieht, die sind sehr ängstlich auch, sind halt von draußen und müssen an die Menschen sozialisiert werden. Werden hier aufgezogen, leben anfangs hier in diesem Käfig, damit sie ankommen können. Sie werden von uns untersucht, von Zecken befreit, gegebenenfalls Flöhen befreit und an unsere Hände gewöhnt. Wir beschäftigen uns sehr viel damit und versuchen bestmöglichst diese Tiere dann in ein gutes Zuhause zu vermitteln. Der Hinweis aber auch nochmal an alle oder auch den Appell, denkt immer daran, wenn ihr auch eine Freigängerkatze habt, dass ihr sie kastriert, damit genau das nicht passieren kann. Es gibt auch ganz, ganz viele Kitten, die hier zu uns ins Tierheim kommen, wo es keine Muttertiere gibt, die gefunden werden, ob in einem Komposthaufen, irgendwo in einem Waldstück, wo wir immer dankbar sind, dass der Finder uns die ins Tierheim bringt, damit wir sie aufziehen können, päppeln können, versorgen können, gegebenenfalls medizinisch versorgen können. Wichtig ist immer, denkt auch an all das, was das nach sich zieht. Wir wollen gemeinsam natürlich auch versuchen, das einzudämmen, sodass wir die Katzen kastrieren und dann in ein neues Zuhause vermitteln. Jetzt aber genug von Katzen. Wir werden jetzt mal schauen, ich weiß nicht, erinnert ihr euch an das große Aquarium im Reptilienraum? Da kam auch der Hinweis, das ist aber nicht schön eingerichtet, nicht artgerecht. Falls ihr euch erinnert, wir haben dort Fische gehalten, die in medizinischer Behandlung waren, sodass wir da auf das Minimum reduzieren mussten. Wir gehen jetzt mal gucken, ob der Mike dann die Behandlung abgeschlossen hat und wie das Ganze aussieht. Kommt mal mit. So. Da sind wir auch schon im Reptilienraum. Und ja, wir können erkennen, es gab eine Änderung. Das große hohe Becken ist weg. Ein schönes, längliches, beleuchtetes, mit Steinen hinterlegtes Becken ist gekommen, Mike. Was habt ihr getan? Also als erstes hat hier eine Dame angerufen im Tierheim, ist darauf aufmerksam geworden, dass wir doch ein neues, schönes Aquarium bräuchten. Mhm. Wie der Zufall so wollte, hatte sie noch einen 450-Liter-Becken zu Hause, was auch gebraucht ist, aber was für uns gar keine Rolle spielt. Das ist in einem Top-Zustand, hat keine Kratzer, ist nicht undicht. Da haben wir gesagt, da hätten wir auf jeden Fall Verwendung für. Ja. Haben das Becken dann zusammen abgeholt. Ja, dann haben wir das erstmal hier einlaufen lassen. Haben natürlich dann auch, wie man sehen kann, ein schönes Hardscape hier reingemacht. Hier sind nur Malawi-Buntbarsche drin. Die würden uns die meisten Pflanzen sowieso kaputt machen. Dann haben wir hier einfach mal 100 Kilo Steine reingelegt. Schönen Kies, den sie umgraben können. Ja, und ich denke mal, die fühlen sich jetzt hier auch pudelwohl. Ja, wir haben gesehen, oder ich habe gerade gesehen, hier sind auch kleine dazwischen, wahrscheinlich Babys. Ja, genau. Also hier sind auch ein paar Babys drin. Ich denke mal, die kann man jetzt mit der Kamera nicht einfangen. Leider nicht.
Leider nicht, aber ich habe heute Morgen auch schon gesehen, es werden so bestimmt 20, 30, 40 Stück, wie ich zählen konnte, sein. Was passiert dann mit diesen Babys? Weil das Becken für 20, 30 Stück ist natürlich viel zu klein. Ja, also jetzt klingelt nochmal das Telefon. Wir unterbrechen noch einmal. So, nach der Unterbrechung, ich möchte das einmal kurz erklären, warum wir heute zwischendurch unterbrechen und das Telefon klingelt. Wir sind auf einem Wochenende. Am Wochenende sind wir generell in einer kleineren Besetzung, sodass ich für die Katzen, der Mike für die Kleintiere natürlich auch den Telefondienst mache. Und wir sind bestrebt, jedes Telefonat entgegenzunehmen. Deswegen müssen wir dann heute das Kleintiervideo, was wir an einem Wochenende vordrehen, da mein lieber Mike nächste Woche keine Lust hat zu arbeiten und lieber Urlaub machen will. Also so würde ich das nicht sagen, aber ich habe es mir verdient. Er hat sich natürlich den Urlaub verdient und deswegen drehen wir vor. Deswegen ist dann heute ein Wochenenddreh an der Reihe und wir müssen mal unterbrechen. Jetzt haben wir gesehen, auch das Aquarium, wo euer Hinweis kam. Morgen dann der Edgar. Am Freitag gibt es eine Reaktion unseres ersten Vorsitzenden, Detlef Fohlmeister, auf Paluten, die Paluten-Community, Edgar und diese ganze Aktion. Und da sind wir schon wieder am Wochenende angelangt und in der kommenden Woche werdet ihr dann doch den ein oder anderen tierischen Begleiter kennenlernen und wir werden wieder unterwegs sein zur Katze Aladdin. Die ist bei uns ausgezogen als Kitten, wie die sich verändert hat, wie die in ihrem neuen Zuhause angekommen ist. Es ist riesig groß, riesen Grundstück. Warum er von einem Garten in den anderen hopzelt und ja, die neue Besitzerin hinter ihm herlaufen muss, werdet ihr dann in der nächsten Woche erfahren. Freut euch drauf und morgen sehen wir uns wieder mit Edgar. Freitag, wie gesagt, mit der Reaktion des Vorsitzenden auf Edgar. Bleibt dabei. Wir freuen uns, wir sind sehr, sehr dankbar. Bis dann und tschüss.